Eine spannende Sache habe ich vorhin vergessen beim Video. Und zwar, manche Funktionen geben ein leeres Array zurück, um nicht zum Beispiel null zurückgeben zu müssen und sich den Null-Check woanders zu sparen. Soweit so gut. Aber Visual Studio gibt hier so eine nette Warnung, man soll Array.empty verwenden, anstatt diese Implementierung mit New Integer Array mit der Größe 0. Also die bevorzugte Implementierung von Microsoft ist Array.empty von Int. Warum ist das so? Gut, der Benchmark verrät es schon mal und das IntelliSense hier verrät es natürlich auch entsprechend, aber es geht nicht nur um die Memory Allocation, die man hier auch sieht, das deutlich höher ist, nämlich hier wird nichts allokiert und hier haben wir ein bisschen Speicher, der allokiert wird, sondern wir haben natürlich auch einen entsprechenden Performance-Unterschied. Ja, bei Array, wenn wir ein leeres Array initialisieren, muss Speicher reserviert werden und diese dann entsprechend zurückgegeben werden. Was macht Array Empty? Naja, wenn wir in den Source Code reinschauen, dann sehen wir es ganz klar, was los ist. Array.empty liefert uns einfach nur dieses Objekt hier, also eine Instanz eines bereits bestehenden Arrays. Und jedes Mal, wenn wir Array Empty von Integer verwenden, bekommen wir das gleiche leere Array zurück von Integern. Und da wir in einem leeren Array sowieso nichts reinschreiben können und die Größe ja auch nicht veränderbar ist, ist das total egal. Und hier existiert nur eine einzige Instanz in der ganzen Anwendung. Und daher ist das auch signifikant schneller, weil er das nicht ständig anlegen muss. Ja, in diesem Sinne, viel Spaß beim Ausprobieren.